willkommen zurück hier bei Guck in die Luft, bis der Himmel orange wird, ja. Also wenn er hier so weitergeht in dem Tempo, dann stehen wir hier in 2 Stunden ja immer noch, ne? Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu Zieren und hauen den hier schon mal aus der Verankerung. So. Hauen den aus der Verankerung, ah ja. Das war wahrscheinlich so ein Profi-Fachdeutsch im Thema Biologie. Ja, ihr müsst wissen, ich bin der Dr. Agrar, ne? Also, ach so, halt, da waren noch so Teile. So. Jetzt ist ja gerade wieder sehr wenig, ne? Ich würde sagen, den können wir auch mal direkt hier kaputt machen. Aber dann müssen wir mindestens ja gleich mal hier wieder 3 aufforsten, ne? Wenn nicht gleich 4. Um unter den Strichen noch hier, ne, mehr zu kriegen. Ah! Ach, jetzt haben wir schon 2, echt? Das habe ich nicht mehr gemerkt. So. Warten wir ein bisschen noch, was kommt in der Zwischenzeit. Hauen wir schon mal den nächsten um hier, der guckt so. So, ich bin so schön, ja. Ich überlebe hier alle Zeiten und dann setzen wir dem Ganzen jetzt hier ein Ende. So. Und zwar auf diese Art und Weise. So, zack, bumm, tot. Jetzt warten wir erstmal ganz kurz, bis hier entweder wieder was droppt, damit wir halt auch mal langsam wieder hier nachforsten können. Und dann müssen wir auch nicht immer warten, bis unsere 4 Bäumchen da gewachsen sind, wo nur ein Fichtenbaum drunter ist, bis die nachgewachsen sind, weil sonst dauert es ja Jahre, bis wir die ganzen Platten haben, um da, die ganzen Blöcke haben, um das alles zu verkleinen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir dann immer hier hin, aber als Kompromiss forsten wir auch mal das auf, was wir kaputt machen. Dann geht das mit dem Strich und dann läuft das auch ziemlich stabil. Warte, ist das jetzt so richtig? Ja. Ach so, und da sind Setzdinge jetzt. Ei. Schön. Wundervoll. So. Und da ist noch einer. Wie viel haben wir schon? 35. Auch ein bisschen mehr kann es doch sein, weil ich würde mich ärgern, wenn wir jetzt hier zu wenig mitnehmen. Gehen wir mal hier ein bisschen lang. Wir fällen auch nur so mittlere. Weil so riesengroße, dass ich mir dann 20 Meter, 20 Block hohen Treppenteil bauen muss. Ist auch immer so ein bisschen grenzwertig. Auch aufwandtechnisch gesehen. Und dann warten wir mal ganz kurz hier, bis was gewachsen ist. Und ich gebe mir in der Zwischenzeit mal kurz hier die Kante, ne? Ja. So. Ich ziehe gerade diese blöde Flasche nicht zu in dem Moment. Weil ich hier so geil darauf war, dass hier ein Setzling kam. Das ist wie so ein Ziel des Lebens, wenn Setzlinge kommen, Freunde. Das ist, ach, schlimm. Wobei man ja ganz klar sagen muss, wenn das Ziel seines Lebens ist, darauf zu warten, bis hier Sachen vom Himmel fallen. Na gut, weiter möchte ich darauf jetzt aber auch nicht eingehen. Auch so ein ultravagantes Thema. Und auch relevantes Thema, ja. Dass Sachen vom Himmel fallen. Wie Flugzeuge, ja, also. Naja. Ja, fallen wir doch mal vom Himmel, wenn wir uns so ein hohes Gebäude bauen. Dass wir beim Leuchtturm noch nie runter... Doch, wir sind da schon mal runtergefallen, meine ich, während des Baus. Weil ich ihn gebaut habe. Deswegen muss es ja so gewesen sein. Und wahrscheinlich auch mehr als einmal. Aber richtig, da uns abgemurkst haben uns noch nie. Da oben hängt ein Block. Das ist aber kein Setzling-Team. Das ist was anderes. So, wir helfen mal ein bisschen nach hier. Ach, jetzt ist... Ach, da ist er jetzt. Ah, ja. Das wäre nämlich der Defizit des Jahrtausends, wenn wir hier einen Block weniger hätten. Das würde einen in Selbstmord treiben, so schlimm wäre das, ja? Möchte ich bitte sagen, lasset das euch gesagt sein, das treibet uns in den Tode. Ah, bitte merken.
Ja komm, ich denke mal, das reicht jetzt. So, wir haben jetzt alles aufgeforstet, was wir hier kaputt gemacht haben. Jetzt weiß ich noch kaum, wo wir sind, aber ich glaube, in der Richtung lag unser trautes Heim. Aber die Idee mit dem Zaun um unser Geländer ist ja noch nicht ganz verflogen. Ihr könnt aber schreiben, was ihr davon haltet. So würde ich sagen, ich würde eine Umfrage machen. Wobei, dann wäre natürlich doof, wenn ich den Zaun immer wegmachen müsste, wenn es vergrößert würde, unser Areal. Wobei, weil wir gleich eh tot sind, dann ist es ja eh egal mit unserem Areal. Das vererben wir dann an die ganze Creeper-Gemeinde hier von Abmurkshausen, ja. Das Problem löst sich dann auch von selbst. Ach ja, ne, alte Bekannte wieder treffen. Morgen! So. Wir haben ja schon mehrere Wahrzeichen bei uns. Einmal den heiligen Baum und dann den Leuchtturm. Bei der... Na! Moment, warte. Na, du musst fressen. Nur da guckst du blöd, ne? Weil du hier keine Melonen vertragen kannst. Der Leuchtturm ist höher. Da wurde aber mehr Hand angelegt als da. Der hat es von selbst geschafft und naja, da muss ich es für ihn schaffen. So, genügend Verkleidungsmaterial haben wir. Und deswegen würde ich mal sagen, können wir langsam auch hier wieder in die Tiefe steigen und mit den Hacken hier den Weg freigraben. So. Plopp, plopp, plopp. Und hier ist auch noch so verkleidet, Mensch. Das sieht ja hier aus wie bei so Asozialen, ey. So, so. Heilige Scheiße. Was war das jetzt? Uah. Wird ja eine heikle Angelegenheit. Das merke ich jetzt schon. Also die Wand wird erstmal so verkleidet. Und was der Boden dann hergibt, das gucken wir dann. Da gucken wir mal, wie wir es schaffen. Ich weiß ja nicht, wie viel wir jetzt in der Aufnahme hier... Ach so, ein Breiter soll das ja schon noch sein, ne? Ich habe ja sonst Platzangst. Das ergeht mir hier beim Bauen fast schon so. Naja. Aber wie gesagt, wir verbringen dann hier mal die Aufnahme hier mit. Und ich möchte auch, dass beim nächsten Download ihr da auch was davon habt. Dass ihr dann nicht einfach nur, keine Ahnung, was dazu gekommen ist. Auf jeden Fall was, wo man sich sagt, hey, das hat sich ja jetzt gelohnt. Und es war ja, glaube ich, geplant, den Download irgendwie, also so wie der klingt, hat er irgendwie eine Störung im Kopf. So dieses, das macht einem richtig Angst. Nicht, dass wir auf den gleich treffen. Achso, wir können übrigens hier die Leiter wieder richtig hinfixieren. Und jetzt übrigens mit der Schippe hier wieder, so. Graben uns mal hier weiter. Und ich habe das Gefühl, dass wir gleich irgendwie auf eine Höhle oder so treffen. Auf jeden Fall auf irgendwas ganz, ganz Schlimmes, was uns auf jeden Fall zum Verderben bringen wird. Was genau ist eine andere Geschichte, aber trotzdem irgendwas, was uns hier gleich kaputt macht. Also psychisch eh, aber ja. So, wir haben jetzt hier so viel Baumaterial an Holz. Also wenn... So. So, gut. Also wenn das nicht reicht, du, dann weiß ich auch nicht, ja? Das soll dabei jetzt wirklich mal reichen. Weil schließlich ist das ja nur für die Wandverkleidung. Das soll ja hier kein 500.000 Blöcke hoher Turm aus dem Holz werden. Und der Gang, der ist ja... Ja. Der dient ja im Prinzip, dem sicheren, ja, wie soll ich das denn jetzt nennen, verdammt, der dient im Prinzip der Sicherheit, oder so kann man es ausdrücken, Holz kaputt, Hauteil ist das hier, ne, so, ja, dann ist das natürlich ein bisschen minderwertig hier verarbeitet alles, also, Verarbeitung lässt sehr zu wünschen übrig, wie man hier wieder sieht, weil der Bauarbeiter, der hier wieder tätig war, der ist auch nicht sehr talentiert mal wieder. Das merkt man natürlich direkt an der Qualität dieses Ganges.
dass sie natürlich qualitativ für den Arsch ist, aber wir geben unser Bestes. Das sieht schon gut aus, ne? Richtig fürs Verderben gemacht.